Zulamin wird erstmal zwei Schreiben aufsetzen und quasi um Audienzen ersuchen, wie wir es geplant haben. Also jetzt nicht mit einem konkreten Zeitpunkt, sondern generell, wir möchten mit diesen Leuten reden. Und dann setzt sie auch noch die Nachricht auf für die Bogenschützenprüfung. Und zwar nimmt sie gezielt eine Tinte, die nicht wasserfest ist. Also Tinte ist in der Regel nicht wasserfest. Aber ich glaube, deswegen wird so etwas bei uns am Schiff normalerweise wahrscheinlich eher selten verwendet. Und dann möchte sie in erster Linie mit Leuten sprechen und wird erstmal auf dem Schiff bleiben. Und sich zunächst einmal Marcheska Paligan und Magistra Kohlraab holen lassen. Dann ist deine Kajüte soweit erstmal wieder geleert. Die anderen haben das Ganze verlassen. Du hast deine Briefe aufgesetzt und nachdem du dann noch die Bodenjungen losgeschickt hast, wirst du auch nach einiger Zeit dann das Klopfen an deiner Tür wahrnehmen und dann treten nacheinander erst einmal Marcheska Paligan ein und danach Magistra Kohlraab. Die blicken sich erst einmal um und im Gegensatz zu den anderen Mithelden werden sie nicht auf der Couch Platz nehmen, sondern sich beide an den großen, langen, neuen Tisch setzen. Ja, ihr habt nach uns verlangt. Oh, bitte, setzt euch doch zu mir. Darf ich euch einen Tee anbieten? Ihr dürft. Sehr schön. Nun ja, danke, ich verzichte. Setzt euch trotzdem. Es fühlt sich so seltsam an, wenn ihr da hinten sitzt. Nun, Magistra Kohlraab, ich habe gehört, ihr wollt uns verlassen. Korrekt. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr die neue Kapitana seid, sondern vielmehr damit, dass ich hier weniger gefordert werde. Ich habe einen Brief von einem befreundeten Kapitän bekommen, der sich freuen würde, wenn er mich in seine Dienste aufnehmen darf. Und die Aufgaben an Bord klingen wesentlich interessanter. Zudem verfügt ihr über genug Bordmagier und ich glaube, ihr könnt durchaus auf mich verzichten. Nun, ich kann eure Gründe sehr gut verstehen und bin daher keineswegs gekränkt. Ich möchte euch aber für euren Dienst an Bord danken. Ich weiß, wir haben eure Fähigkeiten nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Nichtsdestotrotz habt ihr uns besonders im Süden, in Edas, sehr gute Dienste geleistet. Die Limbus-Magie. Eine Sphärenreise. Ich habe bereits gehört, dass ihr eine ebensolche nun jetzt über die dunklen Portale antreten mögt. In der Tat. In der Tat, was mich zu dem zweiten Punkt bringt, den ich ansprechen wollte. Und zwar solltet ihr Interesse haben, und das gilt für beide Damen, wenn ihr uns begleiten wollt, dann steht euch das selbstverständlich frei, denn ich bin sicher, es ist eine forschungstechnisch interessante Reise. Nun, dann werde ich zusagen. Es wird zwar nicht mehr lange dauern, bis Piotr mich hier aufsucht, aber er möchte sowieso noch einmal mit euch sprechen. Dann werde ich, soweit es geht, euch begleiten. Die Reise geht zur IAA, korrekt? Nach Kuslik? Ja, in der Tat. Ich weiß, ihr konntet die Pforten nicht mit eigenen Augen besichtigen, aber ich denke trotzdem, dass ihr Wertvolles zur Diskussion beizutragen haben werdet. Und nun, vielleicht hört ihr auch noch etwas Neues, was euch dann an Bord des Schiffs von Piotr Holmen von Nutzen sein wird. Wenn ihr von den Pforten sprecht, dann meint ihr die auf Maraskant, korrekt? Ja. Dann müsst ihr euch genauer ausdrücken. Denn ich habe bereits die Pforten, die dunklen Pforten in Kuslik und auch die in Kunchum bereits gesehen. Es gibt überall Pforten und solltet ihr einfach nur von solchen Türen sprechen, dann müsst ihr immer präzise sein, vor allem in Kuslik. Die Horasier sind sehr penibel. Nun, ich denke, dass ich sehr wenig sprechen werde in Kuslik, denn das ist nicht meine Expertise. Tatsächlich meinte ich die konkrete Konstellation am Friedhof der Seeschlange. Und wenn ihr schon andere Pforten betrachtet habt, dann wird eure Expertise umso wertvoller sein. Ich werde euch, wie gesagt, begleiten. Gut, dann verabschiede ich mich und frage Marcheska Paligan. Möchtet ihr uns ebenfalls begleiten?
Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man diesen Kontiumern vertrauen kann. Magistra Kohlrab zieht deine Augenbraue nach oben. Nun, wenn nicht, dann würde es für uns alle übel ausgehen. Und nun ja, es ist dann eure Entscheidung, ob ihr mitkommen wollt zu unserem Schutz oder ob ihr lieber alleine hier zurückbleiben möchtet. Entscheidet nach eurem Gutdünken. Nun, ich habe mein eigenes Leben euch verpflichtet und solltet ihr Schutz dort drüben brauchen, werde ich euch selbstverständlich begleiten. Allerdings halte ich diese Reise für reichlich sinnlos. Wenn ich offen sprechen darf. Natürlich. Ich schätze eure Meinung. Wie gesagt, ich halte die Reise für sinnlos. Ich werde euch allerdings begleiten. Ein weiteres Wagnis, ein weiteres Spiel mit dem Leben. Was ist das schon eine weitere Sphärenreise? Nun gut, ich hoffe, es wird eine Bereicherung für euch sein. Und das für uns. Hoffe ich auch. Gut, dann habe ich noch einen kleinen Auftrag. Ich gehe davon aus, dass ihr mit dem Cantus des Nunciolo vertraut seid. Selbstverständlich. Natürlich, ich hatte nichts anderes erwartet. Wir sind dabei, neue Truppen anzuwerben und ich möchte sie vor eine besondere Herausforderung stellen. Es handelt sich um Fernkämpfer und mein Auftrag an euch lautet, mir diesen Brief des Nächtens zuzustellen. Irgendwo von einem beliebigen Punkt innerhalb der Stadt. Der genaue Zeitpunkt wählt ihn selbst, aber die Schützen können ruhig ein wenig an Bord Wache schieben, bevor etwas passiert. Sie sollen ihn herunterschießen. Sehr wohl. Eine der leichtesten Übungen. Wunderbar. Ich lasse euch Bescheid geben, wenn die Schützen informiert sind. Eventuell ist es schon heute Abend. Also gut. Gut, dann habt Dank. Ihr seid entlassen und wir sehen uns spätestens, wenn wir nach Kuslik aufbrechen. Ja, Marcesca Padigan würde sich dann erheben. Magister Kohlrab allerdings bleibt sitzen und wird noch weiter den Tee genießen, den du angeboten hast. Ja. Ja, kannst dann so ein bisschen... sie ist wirklich kalt. Möchtest du noch weiter mit ihr sprechen oder möchtest du sie rausschicken? Möchtest du... Ja, wie versuchst du dieses Nicht-Gespräch zu umgehen? Ich finde Magistra Kohlrab anstrengend. Deswegen würde ich das mit weiteren Dingen verbinden. Und zwar sage ich zu ihr höflich. Aber natürlich, trinkt ruhig noch euren Tee aus. Ich werde derweil Netia rufen lassen. Und schicke dann nach Netia. Okay. Dann, ich muss gerade mal schauen. Netia, die war, glaube ich, in der Stadt, um eine Beerdigung zu organisieren. Kann das sein? Genau, die hat Itilios Leichnam zu seinen Brüdern geleitet, aber das war jetzt schon vor 1-2 Tagen. Also genau. Es kann sein, dass sie wieder zurück ist. Dann ist sie höchstwahrscheinlich auch wieder zurück und gut, dann taucht Netia mit einem weiteren Klopfen in deiner Kapitänskajüte auf. Euer Gnaden, kommt herein und nehmt euch ebenfalls ein Glas Tee. Ja, sie greift zu und im Gegensatz zu den beiden Magiern setzt sie sich dann neben dir auf das Sofa. Nun, Netia, ihr habt sicher gehört, dass sich einige Veränderungen an Bord ergeben haben. Das habe ich mitbekommen, ja. Ja, ich bin leider mit meiner neuen Position aktuell so ausgelastet, dass ich euch... darum bitten muss, mir einen kleinen Teil der Last abzunehmen. Ich hatte doch gesagt, dass ich beim Terbonita-Kloster anfragen wollte, ob sie uns 2 Heiler zur Verfügung stellen könnten. Ja, ich wollte euch gerade sowieso vorschlagen, dass wenn ihr mit euren Aufgaben derzeit noch etwas überfordert seid, dass ich euch auch bei der Organisation und der Logistik unterstützen kann. Ja, ich denke auch, dass ihr sehr viel qualifizierter seid als ich zu beurteilen, was diese Heiler können. Wobei ich grundsätzlich natürlich Vertrauen in die Terbonita und ihre Fähigkeiten habe. Ja, das heißt, ich soll sie selbst aussuchen und ihnen dann an Bord den Raum des Schiffsarztes zeigen? Ja, gerne. Findet 2 Heiler für unser Schiff, die ihr für qualifiziert haltet und nun gerne auch Leute, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten möchtet.
Das klingt sinnvoll. Ja, das denke ich auch. Und, nun, ihr würdet mir damit sehr helfen. Denn dann kann ich mich in dieser Zeit um andere Dinge kümmern. Also gut, gibt es ein Budget? 2 Heiler, sagtet ihr? Nun, ich habe in den Büchern nachgesehen und so viel ich sehe, ist für Heiler 2 Dukaten am Tag wohl das Angemessene. Daher ist das die Summe, von der ich aktuell ausgehe. Okay, für Geweihten würden das natürlich 7 Dukaten am Tag das Maß natürlich etwas nach oben setzen, aber wenn ihr sagt, dass die einfach profan sein sollen, dann kann ich mich selbstverständlich nach jemandem umblicken, der sein Handwerk davon versteht. Versteht mich nicht falsch, man kann selbstverständlich auch ein Wundarzt sein oder ein Anatom, ohne dass man geweiht ist. Aber eine solche Person würde selbstverständlich noch andere Fähigkeiten mit in den Ring werfen, die profanen Menschen nicht zur Verfügung steht. Es gibt ein verächtliches, Schnaub von Cholera. Wolltet ihr etwas sagen, Magistra? Nein, nein. Nun, auf magischem Wege sind sicherlich auch spektakuläre Heilungen möglich. Aber ich suche tatsächlich in diesem Fall zunächst einmal nach profanen Heilern. Denn, nun ja, dann können wir es uns leisten, mehrere davon an Bord zu nehmen. Und es muss nicht eine arme Person Tag und Nacht für unsere Kranken und Verletzten da sein. Das scheint mir doch eine gewisse Überforderung zu sein. Aber wenn ihr jemanden dort antreffen solltet, einen Geweihten, den, nun ja, sagen wir, der euch besonders beeindruckt, dann schlagt ihn vor. Wir werden dann noch einmal darüber reden, wenn wir wissen, was für ein Budget uns zur Verfügung steht. So machen wir es. Kann ich euch sonst irgendwie helfen, Kapitänin? Zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber danke der Nachfrage, Nethia. Gut. Wenn ihr ansonsten irgendetwas anderes von mir wissen mögt, dann stehe ich euch selbstverständlich auch zur Verfügung, unabhängig von der Logistik dem ganzen Schiffsarzt-Aufgaben. Nun, mir fällt gerade ein, wir wollten ja nach Kuslik. Euch als Hesinde-Geweihte wäre das sicherlich eine Reise, die ihr auch gerne unternehmen würdet, oder? Nun, ich habe selbstverständlich schon einmal Kuslik besucht, das ist aber viele Jahre her. Meine meisten Reisen haben mich eher entlang der Ostküste von Aventurien geführt, da ich mit Sanin lange Zeit eingebunden war. Nun, es soll um die Pforten des Grauens am Friedhof der Seeschlangen gehen. Also wenn ihr euch berufen fühlt, dazu etwas beizutragen, dann... Nun ja, ich habe bereits die beiden Magierinnen gefragt. Dann werden wir bei der Akademie ankündigen, dass wir noch weitere Leute mitbringen. Nun, dann komme ich gerne mit. Ich habe damals vor allem die Aufgaben der Kartografierung übernommen. Nicht so sehr wie Kapok als Navigator, sondern vielmehr haben wir die Küstenlinien eingezeichnet und dabei auch viel von Meraskan gesehen. Und selbstverständlich sagen mir auch der Friedhof der Seeschlangen etwas. Gut, ich freue mich, dass ihr uns begleitet. Also gut, dann werde ich mich jetzt ins Kloster begeben und werde dann nun wieder in meiner Kajüte sein. Hab Dank. Sie verbeugt sich einmal und geht wieder nach draußen. Währenddessen kannst du ein Schlürfen von Kohlrapp hören, das sie wohl gerade extra provoziert. Gut, machen wir weiter mit Abelmir. Ja, ich würde nochmal in meiner Kabine sein und mir eine Materialliste zusammenstellen für meinen zukünftigen stählernen Hahn und eventuell auch schon mal auf Vorrat weitere feinmechanische, mechanische Grundzutaten besorgen, halt Zahnräder, Stangen, Getriebe. Wege, wie auch immer. So ist eine Art. Sobald ich das fertiggestellt habe, würde ich mich in das... Also du möchtest einen Hahn aus Metall bauen oder du möchtest ein Hähnchen einfach mit Metall verkleiden? Nee, ich würde schon gerne ein mechanisches, metallenes Huhn entwerfen und bauen. Gut. Dafür brauche ich wahrscheinlich Zahnräder, Getriebe, Stangen.
Ja. Teilchen, Federn, okay, keine Ahnung. Gut. Kann man natürlich alles erstmal in größer bauen und wenn es dann funktioniert, kann man es dann kleiner bauen. Aber du fängst erst einmal an zu zeichnen. Genau. Ich würde jetzt mal, ja, jetzt mal so eine grobe Zeichnung entwerfen und dann werde ich so eine Materiale zusammenstellen. Und wir brauchen auch noch ein vernünftiges Geschenk für den Fürst von Kunchom. Und da hatte ich mir auch gedacht, also einen Miniaturelefanten, also einen mechanischen Miniaturelefanten, den man da hinten am Schwanz dreht und dann fängt er an, sich zu bewegen und am Ende der Bewegung stößt halt den Tröten aus. Okay, dann gib mir mal eine Mechanikprobe. Fangen wir mit Mechanik an und mit Zeichnen. Okay, wahrscheinlich erst Zeichnen. Gibt es eine Schwierigkeit, Erschwernis drauf? Also je mehr Punkte, desto besser, ne? Ich würfel einfach mal. Das ist jetzt halt eher was, wo man Punkte ansammelt, als dass du dagegen Erschwernis würfelst, weil das eine langfristige Aktion ist. Okay. Also ich hätte mal Zeichen gewürfelt. Willst du auf Mechanik oder Feinmechanik für diesen kleinen? Erstmal Mechanik. So Getriebestangen, das kann man später dann, kann man dann natürlich noch feinmechanisch weitermachen, aber du benutzt jetzt erstmal grobes Eisen, Zahnräder, das ist Mechanik. Und später, wenn du dann irgendwie mit Kupfer oder sowas anfängst oder mit anderen Metalllegierungen, dann wird es eher feinmechanisch werden. Ist ganz gut gelungen, mit 16 Punkten übrig und du machst mal schwindest 21. Gut. Also dir ist die Zeichnung zwar nicht so gut gelungen, aber du weißt auf alle Fälle, wie du das Ding dann später auch noch kleiner bekommst. Du weißt, wie du die Beinaufhängung gestaltest, an dem Rumpf entlang, wie du das Drehen des Schwanzes dann so umsetzt, wahrscheinlich mit irgendwie einem Draht, den du dann umwickelst, den du dann aufdrehst, der sich dann abspult, in die andere Richtung dann wieder mit Widerhaken und am Ende mündet das Ganze in einem Trompeten. Wie du das Ganze dann als Trompeten dann umsetzt, ob du da irgendwie Luft einsaugst oder so etwas, das müsste man sich dann eben nochmal überlegen. Wahrscheinlich oder mit so einem Mini-Blasebalg, der wahrscheinlich so ein kleines Röhrchen mit einer Art Zunge am Ende das Geräusch produziert halt irgendwie. Ja, eine Pfeife. Also das letzte Geräusch ist so noch das letzte i-Tüpfelchen, da musst du noch ein bisschen länger überlegen, aber du bist für den Anfang auf alle Fälle schon ganz zufrieden und kannst dann schon mal die ersten experimentellen Versuche anstellen, die kleine Einkaufsliste zusammenstellen und ja, da brauchst du sicherlich, also so ein Hühnchen im Einkauf kostet wenige Silbertaler. So dein Projekt, das werden sicherlich so 50 Dukaten werden, bist du der Meinung, bis da irgendwie am Ende was bei rumkommt. Also die einzelnen Komponenten sind vielleicht gar nicht so teuer, aber bist du dann wirklich, vor allem frisst es Zeit. Vor allem, ich habe mir auch überlegt, ob man eventuell ein Erzelementar beschwören könnte und ein Djinn des Erzes und ihn in dieses Hühnchen reinbindet und also als der Dienst der Bindung und zusätzlich ein Dienst, ein Kampf. Das ist ein Sonderdienst, den man auch abrufen kann bei Bedarf. Also das wird sicherlich funktionieren für einen Kampf, ja. Ob man den langfristig da in so ein Hühnchen reinbindet, Also die Bindung ist relativ billig, kostet nur 2 ASP pro Woche. Der Kampf ist deutlich teurer mit 13 ASP für einen Kampf für 50 Kampfrunden. Genau. Aber das würde ja auch ausreichen für einen Kampf. Das würde ja auch mehr will ich gar nicht erreichen. Okay. Gut. Dann bist du auf alle Fälle beschäftigt. Boltax. Ja, ich wollte ja auf den Markt gehen und zwar mit unserem guten Diamantis zusammen. Okay, dann könnt ihr zu zweit, wenn sich Rafi mich anschließen möchte, in Kunchum auf den Markt gehen. Eure Söldner mit dem Zimt könnt ihr selbstverständlich auch in Richtung Maraskan-Viertel schicken und die können dann gemeinsam mit euch aufbrechen, biegen dann ab und ihr steht dann irgendwann kurze Zeit später selbst auf dem Marktplatz. Diamantis, ich hoffe, du sprichst die Sprache hier. Ich kann das nämlich nicht so gut. Ja, kein Problem, Baltax. Ich spreche Tulamidia. Aber hattest du auch den Eindruck, dass die Stiefel als Gastgeschenk so schlecht ankamen? Nein, überhaupt nicht. Ich fand das ein sehr passendes Gastgeschenk. Funktional und man braucht immer Stiefel. Also, wenn man nicht wie ich hier gänzlich auf Schuhe verzichtet, aber das ist ja eine andere Sache. Aber ich finde das ein sehr gutes Gastgeschenk für Männer und Frauen. Jeder braucht Stiefel. Ich meine, sie hat sie auch angenommen und mir wurde mal gesagt, dass Frauen es mögen, Schuhe geschenkt zu bekommen.
Ja, vielleicht finden wir ja ein paar besondere Stiefel. Das würde Zulamins Bedenken dann sicherlich auch zerstreuen. Ich weiß nicht, aus einem besonderen Material oder vielleicht besonders hoch oder mit Riemchen oder so, gibt es bestimmt einige sehr exquisite Dinge. Die Kapitana hat das Gastgeschenk ja bereits, die Aufgabe des Gastgeschenkes ja bereits Abelmir verteilt, aber nach Spuren können wir uns tatsächlich umschauen. Vielleicht bringe ich rascher etwas mit, so tulamidische Mode. Oh ja, ich glaube, da freut sie sich. Welche Schuhgröße hat sie eigentlich? Ja, das müsste ich jetzt wissen. Ja, dann nimm einfach eine Übergröße. Ich glaube, das passt schon. Sie hat ja erfreulich viel Masse, nicht wahr? Hätten wir nur Rafim hier. Ich glaube, sie haben etwa dieselbe Schuhgröße. Rafim hat, glaube ich, Größe 51. Ja, dann halten wir nach dem gleichen Ausschau. Was, du wolltest dich neu einkleiden lassen? Richtig. Ich habe ja schon den Turban gekauft und, du erinnerst dich? Ah nein, da warst du noch gar nicht bei uns. Naja, als wir das letzte Mal in Zorgan waren, da habe ich ein Buch gefunden, mit ganz vielen verschiedenen Frisuren und Bartflechtetechniken. Und da gab es auch eine Darstellung von, warte, ich habe das Buch dabei. Ja, und ich hole mal das Buch, was ich damals in Zorgan für Frisuren und Bartflechtetechniken erhalten habe, heraus und zeige ihm diese thulamidisch-klassische Kopterkleidung. 1001 Bart. Ja, genau, 1001 Barbierrasur. Nee, also so ein Kopter-Gewand mit diesem abgesetzten Gürtel in der Mitte, das so zusammengehalten wird, relativ luftig, und halt diesen klassischen Stickereien, die da drauf sind. Sowas habe ich mir vorgestellt. Ich denke, das wird sehr viel Eindruck schinden, wenn wir in Kuslik sind. Ja? Das sieht doch ziemlich pompös aus. Ich finde, das passt gar nicht so gut zu dir, Boltax, aber vielleicht sieht das auch ganz, habe ich einen ganz anderen Eindruck, wenn ich sehe, wie du die Kleidung erstmal trägst. Das liegt daran, Abelmir hat ja gesagt, wir gehen in die Oper und ich kenne mich ja aus im Horasreich, und da muss man sehr gut aussehen, wenn man in die Oper geht. Ich wurde einmal nicht in die Oper gelassen, weil ich keine Schuhe anhatte. Also, das war ein Unding. Das war das erste Mal, dass ich in die Oper wollte. Ein wunderschönes Stück. Die Nachtwindfledermaus. Da wird gesungen und gesungen und gesungen. Ist ja auch egal. Aber ich konnte damals nicht in die Oper. Und dann habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einmal gute Kleidung. Die habe ich leider dann verloren. Aber das ist nicht so wichtig. Ich kann mir hier ja neue kaufen. Und das wollte ich heute machen. Jetzt lass uns mal schauen. Hier gibt es ganz viele Kleiderständer. Ich glaube, das ist ein Stand, der Kleidung verkauft. Was meinst du? Wollen wir da mal hin? Er hat aber auch Armreife und ja, ich glaube, da finden wir sicherlich irgendwas. Aber neu einkleiden werde ich mich nicht. Ich habe diesen Mantel jetzt schon seitdem ich auf der Golgari angefangen habe. Also fast über 15 Götterläufe. Und ich werde mich nicht davon trennen, auch wenn Abel mir sagt, dass wir Effendis, Effendis, kommt da ran. Wir können euch alles kürzen oder länger machen. Wir können euch am Bauch etwas mehr Platz machen. Ihr sprecht ja Gareti, das ist ja sehr erfreulich. Hallo, ich bin Boltax und das ist Diamantis. Hallo, Effendis, Effendis. Ich möchte so etwas. Und ich zeige ihm das Bild im Buch. Oh, ihr seid ein großer Zauberer, hä? Ja. Das kann ich euch machen. Gut. Ich habe viele Cousins. Sehr schön, sehr schön. Wie teuer? Nichts teuer. Gut Preis. Ich mache gut Preis. Sag Preis. Für einen Kaptanin wie euch 5 Dukate. 5 schillernde Dukate. Gut. Ich zahle in Edelstein. Boltax. Ja? Das ist hier, glaube ich, unhöflich. Wir zahlen 3 Dukaten. Nein, ich bin ein wohlhabender Mann. Ich gebe dir 2 Dukaten. Preis nix gut. Schon bester Preis, den ich machen kann, ne? Ich kann runtergehen auf 4 Dukaten. Ich habe viele Kinder, die muss ich ernähren. 2 und 5 Silberstücke. Nix, ich habe noch mehr Kinder als du. Immer eins mehr Kind als du.
Und viele Cousins, alle sehr arm, sehr arme Männer. Und wir müssen kürzen. Das ist nichts von Stange, das ist Maßanfertigung. Ich habe 12 Brüder. Aha. Und eine wunderbare Frau. Oh, und wenn die hört, wie viel Geld ich ausgebe, oh, dann wird sie wütend. Deshalb kann ich nicht so viel Geld zahlen. Oh, weißt, Frauen, Aber Fendi, wovon soll ich denn leben? Wir sind ja am Markt in Kunchum. Hier kommen viele Kamele, viele Starossen, viele Mulis. Ich muss doch auch von irgendwas leben. Gut. Also sagen wir 3 Dukaten. Drei Dukaten, guter Preis. Gut, ich würde gerne einmal auf Handeln würfeln. Ja, im Prinzip war das jetzt ja schon die Handel. Ja. Kannst du natürlich machen. Also nur pro forma. Also ja, dann würfel und er würfelt dagegen. Ja, alles gut. Er ist halt auch ein guter Händler, ne? Also, ja. Wie gesagt, das ist höflich, hat Diamantis dir auch erklärt. Mit 3 Dukaten kriegst du dann deine koptanische Gewandung aus, mit Silberfäden besetzt, wenn du willst. Ich weiß nicht, ob du Silberfaden brauchst oder auch nicht. Das als ist Geolen. Mir vollkommen egal. Ja, okay. Nee. Also, mir reichen da hübsche Applikationen drauf und ja, so weiter okay. Und so fort. Also koptanische Gewandung und auf deine Größe dann gekürzt und dann brauch ein bisschen mehr. Ja. Alles gut. Gut. Oh, wunderbar. Oh, und habt ihr vielleicht auch ein paar Schuhe für meinen Freund? Der sucht Schuhe in der Größe 51. Ne? Ahmed, komm her. Dieser Fendi braucht Schuhe. Urashid. Und dann laufen die beiden weg und nach grob 10 Minuten kommen sie wieder mit einem Sklaven, der dann in einem großen Rucksack viele, viele Schuhe hat.